Ja, Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV zur Mittagszeit. Wir haben kurz nach 12 und die Konjunkturmeldungen des Vormittags sind eingegangen bzw. wurden bereits verarbeitet. Wir hatten hier die ZDW-Konjunkturerwartung für die EU und für Deutschland. Und wir sehen hier kurz vor der Beschau der einzelnen Aktien mal der Blick auf den DAX hier im Stundenchart-Intervall. Wie vorhin analysiert, knickt er tatsächlich weiter ein und wir sind jetzt hier in diesem interessanten Unterstützungsbereich um 12.000 Punkte angekommen. Wir haben hier das Support Level 1 anhand des Daily Pivot Points, 12.968 Punkte, und wir haben hier diese Aufwärtstrendlinie, diese kurzfristige. Diese sollte im Idealfall nicht unterschritten werden. Kommt es dazu, dann muss man davon ausgehen, dass der DAX noch ein Stück weit tiefer zurücksetzt, aber das generelle Bild, da kann man sich im Prinzip nur an die Prognose des Morgens anschließen, ist weiter bullisch. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland waren negativ, also beziehungsweise der Indikator, die Prognosen wurden nicht erfüllt, des Indikators hingegen hier auf der Eurozone das Ganze positiv aufgenommen wurde, aber letztlich Deutschland als Lokomotive dann hier mit negativen Zahlen, ganz klar hier kurz die Retourkutsche. Aber wie gesagt, der DAX könnte im Sinne dessen, dass er das fortsetzt, was er ohnehin schon seit Wochen, Monaten macht, getrieben hier durch die Anleiheaufkäufe, jetzt jüngst auch gehypt eben seitens der EZB, jetzt hier eben auch durchaus wieder in der Lage, dass die Käufer diese Rücksetzer, diese augenblicklichen hier zum Einstieg nutzen. Und wie gesagt, hier die Zone 12.000 Punkte, 11.968, sehr, sehr interessant. Hier, wenn wir uns stabilisieren, kann der DAX wieder nach oben ziehen. Entgegen dessen, wenn wir hier unter 11.950 durchsacken sollten, dann wären 11.850, 11.800 Punkte die nächsten Unterstützungsniveaus, wo dann wahrscheinlich die Käufer wieder zugreifen. Kommen wir hier zum heutigen Flop im DAX bislang. Hier die Daimler-Aktie, die wir unlängst auch im Stream analysiert hatten, vor dem Hintergrund, dass diese mit relativer Stärke aufwartete. Die Annahme, dass es hier direkt weiter raufgehen kann, wurde erfüllt. Hier anhand des Monatspivotpunktes vom Februar abgeleitet. Niveaus von 94,97 wurden tatsächlich überwunden. Hier Höchststand 96,05. Die Marke von 100 Euro wurde jedoch verfehlt. Und jetzt sehen wir hier aktuell eine leicht schwächere Tendenz bei der Daimler-Aktie. Was hat das zu bedeuten? Im Prinzip noch nichts Dramatisches. Gewinnmitnahmen ganz klar für die, die schon länger dabei sind. Jetzt gehen wir mal her und versuchen mal hier so eine schräge Trendlinie in den Chart zu ziehen. Und wir sehen, jawohl, wir haben hier einige Auflagepunkte. Und wir haben hier das Resistance Level 2, was jetzt hier auch als Support dienen könnte. Also sollte die Daimler-Aktie weiter zurücksetzen, hier im Bereich 90,68. Hier eine Art Kreuzsupport, bei der die Aktie jetzt drehen könnte. Sollte dies nicht passieren, dann haben wir hier spätestens an dieser aufwärts gerichteten Trendlinie hier dann auch noch den EMA 20, den EMA 50, also hier in der goldenen Mitte praktisch EMA 25 hier in diesem Bereich um 85, 70. Hier eine gute Zone, wo die Daimler-Aktie, wenn sie denn ihre generelle Aufwärtstendenz weiter fortsetzen sollte, hier drehen sollte. Also die Daimler-Aktie scheint mir hier nach wie vor bereit für 100 € und diese müssten eigentlich im Sinne dessen, dass der DAX ja auch saisonalen Rückenwind weiterhin hat, in Bälde erreicht werden. Kritisch bei der Daimler-Aktie wäre es, wenn wir hier stärkere Rücksetzer feiern und insbesondere auch dann hier, ziehe ich mal das Stop-Level ein Stück weit rüber, wenn wir hier diese Unterstützungsmarke knapp über oder um 83 € aufgeben sollten. Hier unterhalb von 81,93 wäre auch das Support-Level 1. Knapp darunter haben wir dann auch den Aufwärtstrend seit Oktober letzten Jahres. Also hier haben wir eine Zone für starke Kaufbereitschaft, wenn der oder die Aktie vielmehr überhaupt in diesem Bereich zurückfallen sollte. Also es scheint aktuell nur eine Konsolidierung, wie so oft gesehen, auf hohem Niveau zu sein. Die Käufer dürften wahrscheinlich schon Gewehr bei Fuß stehen, um hier wieder aufzuspringen auf den Zug in Richtung 100 €. Die Daimler-Aktie, wie gesagt, rein technisch sehr, sehr gesund unterwegs. Schauen wir uns den zweiten Verlierer an. Das war zuvor noch die Heidelberg. Die habe ich jetzt mal hier auch im größeren Chart mal betrachtet. Sie sehen, die Heidelberg Zement ist hier deutlich unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2007 noch zurück. Müsste sich hier schon fast eine Kursverdoppelung noch anschließen, damit wir da hinkommen. Hier nochmal eine Aufwärtstrendlinie, jedoch seit den Tiefs von 2009 mal gezogen. Das Ganze projiziert
projiziert nach oben direkt in der Parallelprojektion, lässt hier im Prinzip eine, ja, einen Touch der oberen deckelnden Trendlinie zu, die wir hier aktuell sehen. Und auch die heutige Kerze, wenn wir uns die mal genauer angucken, die gleicht hier einem Bearish Engulfing nach klassischer Candlestick-Lehre. Aggressiv kann man jetzt sogar davon ausgehen, wenn es jetzt wirklich eine größere Konsolidierung wäre, Stopp über dem Hoch der Vortageskerze 73,62 und also hier 73,70 oder ein Stück weit drüber eben hier an dieser Trendlinie meinetwegen auch 74 Euro. Und wenn die Schwäche hier eben weiter Einzug halten sollte, dann kann die Heidelberg Zement nach einer kleinen Erholung, sofern sie denn überhaupt kommt, hier durchaus weitere Tiefs austesten. Hier den EMA 50 im Bereich 68 Euro und da hätten wir dann auch schon wieder eine sehr, sehr interessante Unterstützungszone zu finden hier in diesem Bereich. Also die Heidelberg könnte hier durchaus noch ein Stück weit tiefer zurücksetzen, rein von dem Candlestick-Pattern und dessen, dass wir da die obere Trendkanallinie touchiert haben, kann es jetzt durchaus dazu kommen, dass hier die Verluste sich weiter fortsetzen bis in den Bereich 68 Euro, vielleicht noch ein Stück tiefer, 67. Aber hier scheint die Aktie gut gestützt, auch durch diesen Aufwärtstrend seit Oktober. Hier müsste sie spätestens wieder drehen, um den positiven Bias fortzusetzen. Ganz klar bullisch wäre es, diese projizierte Trendlinie ist ja hier auch nur oder besitzt hier nur sekundären Charakter. Gehen wir nämlich hier weiter nach oben raus, also hier deutlich über 74 Euro, 74,20 Euro und dergleichen, dann kann sich auch hier, und da müssen wir direkt nochmal ein Stück weiter rauszoomen, hier die Rallye auch direkt weiter fortsetzen bis in den Bereich hier dieser Stauzone aus dem Jahr 2008. Das wären hier der Preisbereich um 76 Euro. Das heißt, dann haben wir hier durchaus nochmal weiteres Potenzial von bis zu 4, 5 Euro, Schrägstrich hier die Hochs aus dem Jahr 2008. Aus dieser Zeit wären sogar 80,50 Euro knapp. Haben wir auch hier so eine kleine Horizontallinie, die wir jetzt mal hier verdeutlichen. Das wäre hier definitiv dann eines der möglichen Ziellevels, wenn wir ausbrechen. Also knapp 80 Euro, da reicht 75 noch nicht mal aus. Das ist lediglich die Stauzone. Viel mehr als Widerstandslevel lässt sich dann das Niveau von 80 Euro definieren, wenn es denn hier direkt weiter nach oben geht. Allerdings gilt es dazu, den Aufwärtstrend seit Oktober zu verteidigen, Schrägstrich nicht signifikant unter 68 Euro zurückzufallen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip für die kurze Beschau gewesen. DAX wollen wir mal sehen, was er macht. Am Nachmittag schauen wir uns noch die US-Indizes an, wie die denn da reinkommen, weil mit dem gestrigen Reversal haben sie im Prinzip den Grundstein gelegt, weiter steigen zu können. Und sollten die Amerikaner weiter anziehen, dann dürfte dies den DAX eigentlich beflügeln. Oder kommt es dann hier zur umgekehrten Entwicklung? Amis steigen, Deutschland fällt. Das wäre wahrlich eine Überraschung. Schauen wir uns das später an. Ich sage erstmal nochmal Mahlzeit an alle Zuschauer und wünsche Ihnen jetzt noch einen restlichen angenehmen Handelstag. Bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer.